Moin und willkommen zurück zu Planet Crafter. Und wir sehen draußen das erste Mal, es regnet. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Cool. Gut. Und wir haben ungefähr ein Drittel und dann haben wir die nächste Stufe, die Seen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in die Höhle da hinten rein. Wir sehen sie gerade nicht. Da gab es nämlich eine Info für euch oder von euch, dass da drin anscheinend noch mehr Erze oder verschiedene Erze geben sollte. Aber ich glaube, da muss erst das Eis da hinten weggeschmolzen sein, dass ich da hinkomme. Und was ziemlich interessant war, aber das hatte ich ja auch herausgefunden, dass die Raketen, die wir hochschießen, die stacken quasi. Also die 1000% immer. Und da sollte ich auf jeden Fall noch mehr nach oben schießen. Das machen wir auch. Das ist das erste Mal, dass es regnet. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Höhle rein und gucken, ob da das Eis weg ist und ob wir da neue Erze finden. Aber ich brauche definitiv noch ein bisschen was zum Essen. Also ich habe jetzt dabei, ja, die Nahrung, Wasser und zweimal Sauerstoff. Wir schauen mal hier. Ist noch nicht ganz fertig. Ja, dann sollte das so reichen. Wir haben ja was dabei. Gut. Genau, in der Höhle da hinten. Bin gespannt, aber ich glaube, dass da das Eis noch da ist. Dass wir noch ein bisschen warten müssen. Da müssen wir noch ein paar Raketen hochschießen, damit es wärmer wird. Also, wir haben hier die ganz normalen Erze. Hier war ja alles voller Iridium. Hier geht's hoch. Und da war das Eis. Aber es ist weg, oder? Es ist weg. Tatsächlich, sehr gut. Bisschen ist noch da, aber das ist weniger mir. Hier war ich noch überhaupt nicht. Ist das Gift? Bekomme ich da Schaden? Anscheinend nicht. So, ich muss jetzt mal wieder gucken, ob hier die Erze rumliegen, aber ich denke mal, dass es da irgendwo Höhleneingänge gibt. So, hier haben wir Schwefel, aber da haben wir eigentlich relativ viel noch da, aber nehme ich mit. Ich sehe halt fast gar nichts. Da ist schon mal so ein Höhleneingang. Das kann natürlich sein, dass wir da jetzt rauskommen bei dem einen Raumschiff ganz oben, ganz am Anfang. Das erste Raumschiff, das wir hatten. Oder das wir gesehen haben. Aha, was ist hier oben? Cool. Ja, ich will jetzt eigentlich meinen Rucksack nicht vollmüllen mit Schwefel. Aber im Zweifel schmeiße ich es wieder weg. Was haben wir denn hier? Osmium. Das ist schon mal wichtig, das brauchen wir. Aber das hatten wir schon mal gefunden. Ja, und ich glaube, da oben, ich habe keine Karte, geht es dann wieder raus. Also das Osmo nehme ich auf jeden Fall mit. Es wäre halt cool, wenn ich mal irgendwie was Neues finden würde. Ja, dann wird es wahrscheinlich hier weitergehen. Ich habe mir mittlerweile ein paar Videos angeschaut auf YouTube. Also bei denen schauen die Planeten echt geil aus. Und bei mir ist es so ein richtiger hässlicher Fleck noch. Ich sehe jetzt gar nicht, wie viel ich brauche, um das zu schmelzen. Normalerweise ist hier irgendwo eine Zahl. Okay, dann müssen wir hier definitiv später nochmal reinschauen. Ich trinke mal, oder ich nehme mal Sauerstoff. Komme ich da oben irgendwie hin? Nee. Aber fast. Doch, ich komme fast hin. Aber ich glaube nicht, dass das ein Erz ist, das ich abbauen kann. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Ich glaube nicht. Shit, jetzt hänge ich hinter der Wand fest. Ah, okay, passt. Puh. Aber ich glaube, ich bin hier rein, oder? Nee, von da bin ich gekommen. Ich habe schon wieder eine Orientierung wie ein Goldfisch. Nee, von hier bin ich gekommen. Wir schauen hier mal noch ein bisschen weiter. Ich habe ja noch Sauerstoff dabei. Platz haben wir ja auch noch genug.
Oha, was ist denn das? Ja, okay. Aber hier liegt überall das ganz normale Zeug rum. Geht es hier hinten irgendwie weiter? Ich traue mich da nicht durchzugehen. Nicht, dass ich irgendwie irgendwo runterfall, wo ich nicht runterfallen sollte. Hier ist schon mal eine Kiste. Also nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ja, vielleicht das Aluminium noch. Da hinten wäre noch eine Kiste. Ich glaube, hier sollte ich noch nicht durch. Nee, glaube ich nicht. So, da war die Kiste. %400, das könnten wir mitnehmen. Superlegierung, ganz wichtig. Ja, und Aluminium brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so oft. So, ich schaue, dass ich wieder zurückkomme. Irgendwie. Wir gehen mal da lang. Ich habe ja noch ein bisschen Sauerstoff. Aber jetzt sollte ich auch wirklich dann zurückkommen. Ah ja, da schaut es schon wieder besser aus. Gut. Das bedeutet, so wie ich das jetzt verstanden habe, ah ja, das Raumschiff. Man muss immer, also man kann quasi ein Gebiet nicht zu 100% abklappern, dass man sagt, okay, hier ist man fertig, sondern es ändert sich immer mal wieder. Gerade wenn so Eis im Spiel ist, dass man dann weiterkommt. Genau, das ist die Höhle, da sind wir rein. Und da geht es mit Sicherheit dann auch nochmal weiter. Man muss halt immer mal wieder dann die alten Gebiete abgrasen. Finde ich aber eigentlich ziemlich cool. Das heißt, wir müssten auch mal dahinter gehen. Aber wir schauen jetzt erstmal, dass wir ein bisschen was gebaut bekommen, dass der Index nach oben geht. Obwohl, der ist schon jetzt gar nicht so schlecht. Da haben wir die letzten, ja, eineinhalb, zwei Folgen schon was gemacht. Aber da geht es natürlich immer weiter. Gut, also. Wie schaut es denn jetzt hier aus? Das dauert noch Ewigkeiten. Algengenerator, da wollte ich noch einen zweiten bauen. Genau. Magnesium und eine Oberschiene. Da müssten wir übrigens mal gucken. Ich trinke mal was. So, das Speziallager ist bestimmt gleich voll, aber ist nicht so schlimm. Halbpflanzen. So, Magnesium. Und die ganzen Oberschienen, die muss ich einsammeln. Die sind bestimmt fertig, ja, ja. Was brauche ich denn noch? Kannst mir ja anheften. Bioklumpen, das will man mal ein paar bauen, dass es ein bisschen schneller geht. So, 1, 2, 3. Da noch einer. Wasser kann man nie genug haben. So, dann gehen wir mal runter. Jetzt würde ich gerne wieder da hochschauen, ob da jetzt das Eis weg ist. So, Moment mal. Algengenerator. 1. 2. Gehen wir auf die andere Seite rüber. Hier so. Ganz genau. Aber ich kann die nicht einsammeln, oder? Oder doch? Wachstum? Nee, nee, kann ich noch nicht. So, ich würde sagen, wir schicken mal noch eine Rakete hoch. Die Frage ist, welche? Also wir haben hier einmal die Wärme. Da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei oben, das weiß ich. Luftdruck. Und sonst haben wir nichts, was den Index erhöht. Da machen wir noch einmal Luftdruck.
Also, das sind zwei Superlegierungen. 1, 2. Moment mal, ich nehme hier mal das ganze Zeug mit. Und Silizium. 3 Stück. 1, 2, 3 und eine Rakete. Das müsste ich auch noch haben. Ganz genau. Sehr gut. So, hoffentlich macht die jetzt keinen Unfug. Letztes Mal ist sie ja auf mein Lager gestürzt, die Rakete. Aber ich glaube, weil wir einfach zu schnell zwei hintereinander hochgeschossen haben. Auf Wiedersehen. Schön, du fliegst nach oben. Gut. So, ich bin jetzt mal ein bisschen erhöht. Sehe ich da vielleicht irgendwas? Ich würde gerne mal tatsächlich da hinten lang gehen. Vielleicht können wir noch irgendwas machen, zum Beispiel so einen Bohrer. Ja. Dass es alles ein bisschen schneller geht. 1, 2, jetzt kommen die Abstürze. Dann brauche ich Aluminium, glaube ich, ist das. 1, 2 und Titan. So, was kommt da jetzt runter? Ist das immer das Gleiche? Wäre wahrscheinlich dabei gestanden, oder? Kann man das eigentlich sehen, schon von hier unten, was da kommt? Also wir setzen mal noch einen Bohrer hin. Und dann gehen wir mal gleich los. Also ich habe jetzt eigentlich genug dabei. Halt, Sauerstoff bräuchte ich vielleicht noch. 1, 2. Nee, komm, wir nehmen alles mit. Dafür brauchen wir nicht so viel Wasser. 2 Wasser reichen. Dann esse ich noch was. Halt, beziehungsweise keine gute Idee. Bin schon wieder verwirrt. Die Auberginen, die werden ja hier eingelagert. Ja, das sollte passen. Das nehme ich noch mit. Oder lasse ich da. Und hier ist mein ganz normales Essen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Gut. Noch ein Wasser mitnehmen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal über den See da hinten lang. Was es da so gibt. Ich denke mal, wenn der Wasserspiegel steigt, komme ich da auch überall hoch und dann geht es da bestimmt weiter. Aber noch geht's nicht. Nee. Ganz genau. Ist ganz schön viel Wasser mittlerweile. Die Kiste da hinten haben wir auch schon ein paar Mal aufgemacht. Da ist tatsächlich noch Eis. Naja, wegen mir. Hier ist ganz schön ekelhaft das Gebiet. Ah, hier ist eine Höhle. Weiß ich nicht, ob ich hier schon drin war. Also hier ist auf jeden Fall Iridium, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Halt, da oben drauf ist bestimmt irgendwas. Iridium, Iridium. Ich nimm's mal mit. Im Zweifel können wir es ja wegschmeißen. Du bist wieder Osmium. Also das Osmium habe ich jetzt auch schon mittlerweile ein paar Mal gefunden. Schwefel auch. Ja, hier wird es dann weitergehen. Schmilzt bei 5,0. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel ich habe. So, Wasser nehmen wir mit. Die hier brauche ich auf jeden Fall. Schwefel. Und das hier. So, passt. Bohnensamen brauche ich eigentlich nicht, oder? Nee. Dann geht es bestimmt auch hier oben weiter. Ja. Wir müssen Heizungen bauen. Also ich glaube, das...
Eis ist aktuell so das größte Problem. Da gehen wir wieder raus. Ich weiß ja, wo das Zeug liegt. Habe ich wahrscheinlich in 10 Minuten wieder vergessen. Oh, hier ist eine goldene Kiste. Cool, sehr getarnt. Also, wir haben hier einmal 600%. Sehr geil. Statue, Uranstab. Wir nehmen eh alles mit. Weil ich hier die Kiste kaputt machen will. Ich glaube, hier geht es erstmal noch nicht weiter. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier schon mal war. Ich glaube schon. Ja. Ja, ja. Da oben ist die blaue Basis. Wir gucken mal hoch. Und schauen, wie sich das da oben verändert hat. Da war ich jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr oben. Ja, und sonst heißt es, bauen, 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 bis wir die nächsten Stufen freischalten. Es geht mittlerweile ein bisschen sehr langsam bei mir, ich weiß. Also hier oben hat sich gar nichts getan. Vielleicht da hinten irgendwo, aber ich glaube, da muss ich jetzt noch nicht hin. So, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann schaue ich, was ich noch mitnehmen kann. Das hier, die Statue, das sind wir eh schon wieder voll. Aber wir haben schon wieder 10% gemacht, das passt. Sehr gut. Hier wäre Futter. Ja, das ist so eine Notbasis, wenn ich mal wieder irgendwo nicht zurückkomme. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir jetzt mal ein paar neue Sachen freischalten. Vielleicht noch einmal eine Rakete hochschicken, die die Wärme ein bisschen beeinflusst. Gut. Aber es füllt sich hier schon langsam alles mit Wasser, das ist sehr gut. Wir könnten auch mal da oben zum Eis hinschauen. Ich war der Meinung, dass die Höhle, da wo wir gerade eben drin waren, mit der verbunden ist. Aber da schauen wir es gleich mal. Wir schicken jetzt noch eine Rakete hoch gleich. Kann mir das schon mal markieren, was ich dazu brauche. Kannst du da bitte weggehen? Danke. Und zwar die hier. Da kann ich... Ah, ich habe keinen Platz. Sonst hätte ich das Kobalt gleich mitgenommen, aber nicht so schlimm. So, wo ist jetzt unser Schrank? Sehr schön, oder? Ja. Speziallager ist gleich voll. Was habe ich denn draußen für Samen drin? 400. Und hier haben wir einen 600er. Tausch mir gleich mal aus. Du bist 400 und du bist sogar auch 600. Passt. Da werden wir nachher auch noch welche bauen. Beziehungsweise... Eigentlich könnte ich da mal welche hinstellen. Ich bin so dumm, jetzt habe ich die Rakete weggedrückt. Shit. Machen wir gleich. Ich habe eh genug Samen. Also ich brauche auf jeden Fall 3 von denen. Davon einen. Und Kobalt war es, glaube ich, 3. 1, 2. Nehmen wir alles Kobalt mit, dann kann ich auch gleich Sauerstoff machen. Perfekt. So. Warum? Was wird das? Also die zweite Rakete macht immer Unfug bei mir. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz... Boah, fuck. Bin getroffen worden, kann das sein?
Ja, also die zweite Rakete ist immer ganz komisch. Also, Moment. Wir brauchen Silizium. Ich mach mal schnell noch Sauerstoff. Wir müssen eh warten, bis draußen die Party vorbei ist. Das ganze Iridium. Ein Uranzeug. Geht mal hier rein. Und Alu. Machen wir mal zwei Stück noch. Also eins, zwei. Brauche ich noch einen Haufen Silizium. Eins, zwei, drei. Du kommst da rein. Das Osmium eigentlich hier rein, gell? Aber ich habe keinen Platz mehr. Ich brauche ein Schwefellager. Ich brauche ein Schwefellager. Machen wir jetzt einfach hierher. Habe ich den jetzt falsch rumgebaut, oder? So dumm kann doch keiner sein. Da ist sogar ein Pfeil extra da für die ganz Dummen. Und ich schaff's trotzdem nicht. So. Spezial, wir nehmen mal das ganze Schwefelzeug mit. Da rein. Und dann gehst du da rein, ganz genau. Und jetzt bauen wir nochmal zwei solche Anlagen. Was war denn jetzt die hier? Eins. Magnesium. Okay, das hole ich mir schnell da. Die Frage ist, die machen ja hier auch. Hier steht's. Luftdruck und Wärme. Machen die das auch, wenn das voll ist, das Inventar? Ich glaube schon, oder? Müsste man mal testen. Das brauche ich noch zwei Samen. Oder Pflanzen. 400. Hab bloß 400er. Maximal. So. Zack. Zack, dann passt das auch. Gut. Dann trinken. Das Alu kommt weg. Ich möchte was zum Futtern. Die Bohnen. Vier Sauerstoff ist zu viel. Und noch ein bisschen was zum Futtern, wenn was da ist. Nee. Hier. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Raumschiff hoch und schauen, ob das Eis weg ist. Ich hoffe. Also, wenn ich jetzt die Wärmerakete hochschicke, dann kommen immer diese Iridium-Dinger runter. Das ist gut zu wissen. Übrigens, meine Kapsel da hinten, die ist schon unter Wasser. So kann man Iridium farmen eigentlich. Ich weiß nicht, ob es eine Maximalanzahl gibt an Raketen, die ich oben habe, oder ob die dann irgendwann ausgetauscht werden. Also sonst könnte man die ja auch einfach nur spammen, aber ja, warum nicht? Es gibt auf jeden Fall, habt ihr gesagt, eine Anzeige dann, wo ich sehen kann, wie viele Raketen schon da sind oder oben sind. So, hier war das Eis, ganz genau. Aber ich glaube, das ist die gleiche Höhle. Kann das sein? Na, sind wir hier nicht weitergekommen. Aber da könnte ich jetzt eigentlich. Das ist schon wieder Osmium, oder? Ja. Da könnte ich doch jetzt eigentlich irgendwie drüber sneaken. Jawohl. Die Frage ist bloß, komme ich hier wieder raus? Hier Schwefel. Also Schwefel lasse ich jetzt tatsächlich mal liegen. Das ist die gleiche Höhle von gerade eben, glaube ich. Ja. Das ist die gleiche Höhle. Jetzt bin ich hier wieder bei dem ganzen, was auch immer das ist, Gasgift. Ich brauche unbedingt die normale Karte. Da muss man gleich mal schauen.
dass ich die irgendwie herbekomme. Ja, und das ist wieder die Höhle. Ja, genau. Das ist quasi ein Durchgang. Und hier geht es ja nicht mehr weiter irgendwo. Ne, das war's. Aber hier ist auf einmal noch. Ne, hier ist noch Eis drin. Da ist eine Kiste. Kann ich mitnehmen, kann ich mitnehmen. Das Uranzeug, warum nicht? Ja, gut. Dann bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wo ich hingehen könnte zum Forschen. Aber ich glaube, ich muss tatsächlich erstmal meinen Index nach oben treiben. Also, wo ich hingehen kann zum Forschen, sondern zum Erkunden, meine ich. Wo ich neue Erze finde. Aber hier geht es auf jeden Fall weiter, wenn es wärmer wird. Schon mal hier. 11 Kilo haben wir erst, Biomasse. Bei 25 geht es weiter. Macht der Algengenerator auch Biomasse? Eigentlich schon, oder? 0,8 pro Sekunde Pflanzen. Und der. Wo ist denn der Pflanzenteiler? Hier. Blumenverteiler. Stimmt, den haben wir noch gar nicht gemacht. Den machen wir jetzt mal. Der macht 9,2 pro Sekunde. Und den, wo wir haben, 0,19. Okay. Dann tun wir das mal oben rein. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Kompass. Abbaugeschwindigkeit. Ja, genau. Bauplan anheften, Stufe 2. Den haben wir. Mikrochip-Karte. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Obsidian herbekomme. Abbaugeschwindigkeit Stufe 4 brauche ich nicht, glaube ich. Und Stufe 3 auch nicht. Also weiß ich nicht, oder? Was macht das, außer dass ich schneller Erz abbaue? Und hier ist auch nichts Neues. So, das heißt, wir brauchen jetzt einmal. Ja, und das bekommen wir nicht her. Das ist ja. Genau, das ist das Problem. Den Dünger. Shit. Shit. Das heißt, wir müssen tatsächlich warten, bis es weitergeht. Falsch. Also wir stehen jetzt natürlich nicht nur rum, ist klar. Blumenverteiler. Wärme. Sind bei 9,0 UK. Was haben wir gebraucht? 5 UP oder so, dass es weitergeht? Das dauert schon noch sehr lange. Also das müsste dann Biodomstufe 2, das kommt bald. Das dauert noch Ewigkeiten. Das dauert noch. Gasextraktor bei 100, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, dann werde ich jetzt einfach nochmal ein bisschen durch die Gegend schauen. Und gucken, was ich finde. Ich habe eine Idee, wo ich noch hingehen könnte. Ich habe eigentlich ausreichend von allem dabei. Ja. Und währenddessen kann es hier arbeiten. Wir schauen mal dahinter nochmal. So, hier Uranklumpen. Beziehungsweise wir könnten mal da hochschauen. Aber da ist ja auch das Eisbiom dann, oder? Ja. Ich glaube, die Uranklumpen sollte ich einsammeln. Dass wir wieder mehr Strom produzieren können. Ja, da hinten geht's. Also, es geht schon weiter, glaube ich, aber macht keinen Sinn. Ja. Hier unten waren wir schon und da geht's nicht weiter. Da war auch, glaube ich, nirgendwo Eis. Mist.
Ich glaube, wir müssen einfach. Ich schaue jetzt nochmal dahinter und wenn da jetzt nichts Großartiges ist, müssen wir einfach viel mehr Terraforming Index betreiben, also den hochtreiben. So, da ist eine Kiste, da habe ich bestimmt schon 30 Mal reingeschaut. Ganz genau. Aber das Uran nehme ich jetzt mit. So, wir schauen uns da oben mal rechts rum. Aber ich glaube, da hinten ist nichts. Und hier komme ich auch nicht rein. Also da habe ich halt noch fast gar nichts gefunden. Genau, hier unten war der Satellit, oder? Ja. Bloß kein Fallschaden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so krass viel erkunden sollte. War ich da hinten schon? Hundertfünfzig. Oh, ein Chip. Da war ich hier auf jeden Fall noch nicht. Sauerstoff. Da hinten ist ein Schiff, oder? Ne, da war ich noch nicht. Ich weiß, dass ich hier mal irgendwo war. Da habe ich auch eine Kapsel hingestellt, die ich natürlich nicht markiert habe. Die finde ich nie wieder. Also, weil hier sind mehrere Kapseln oder solche einzelnen Wohngebäude. Was auch irgendwie interessant wäre, wäre so eine Außentemperaturanzeige. Kürbisse, ja, wegen mir. Genau, da war das Lager mit den ganzen Kapseln. Da waren wir ja schon. Dann gehen wir jetzt mal da hinten weiter. Weil da hinten war ich noch. Bewässerung niedrig. Oh ja, hier ist sowas wie ein Lava-Biom. Sagte ich ja schon die ganze Zeit. Irgendwo muss es doch sein. Aber dahinter konnte ich noch nicht, weil mir mein Sauerstoff nie gereicht hat. Titan. Jetzt muss ich wieder gucken, ob ich neue Erze finde. Obsidian. Sehr geil. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da Schaden bekomme. Testen wir nicht. Sehr, sehr, sehr geil. Aber da ist eine Kiste. Nehme ich mit, nehme ich mit. So, ich lasse jetzt mein Inventar mal ein bisschen frei. Ich denke mal, da werden wir jetzt noch einiges einsammeln können hinten bei dem Schiff. Vorausgesetzt, ich komme irgendwie rein. Das ist immer so eine Sache. Ich weiß halt nicht, ob man da irgendwie oben drüber klettern muss oder ob man da einfach irgendwie reinkommt. Hier komme ich nicht rein. Von unten vielleicht? Ja. Ich nehme gleich mal das. Oh Gott, das ist der letzte Sauerstoff. Scheiße. Ich muss den ganzen Weg noch zurück. Das heißt, Beeilung jetzt. Jetzt nehme ich nur wirklich das geile Zeug mit. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal her. Ja, ich gehe mal lieber zurück. Hier geht's nochmal nach oben. Shit, ich habe mich verlaufen, oder? Geil. Ne, hier geht's raus. So. Ich meine, ich könnte hier natürlich eine. Was ich machen könnte, tatsächlich. Oh, ich weiß, das wurde schon so oft gesagt. Ich brauche Titan. Ich baue mir jetzt hier ein kleines Lager mal.
Eisen, Titan, Silizium. Ganz genau. Schon mal sehr gut. Und was jetzt noch geil wäre, wäre so eine Herstellungsstation Eisen und Silizium. Dann stelle ich mir ein paar Sauerstoffflaschen her, weil es wäre jetzt halt dumm. Mein Inventar ist fast leer. Eisen. Jetzt zurückzugehen. Silizium, Silizium. Das Problem ist halt das Essen dann irgendwann, aber das ist nicht so schlimm. Weil da drin gibt es bestimmt geile Sachen. Also, Werkbank. Ist egal. Sauerstoff. Sauerstoff. Dann gucke ich mal. Ich brauche Essen. Ja, ich habe noch so viel. Also dann können wir in Ruhe da drin schauen. Gehen wir jetzt mal links lang. Und das ganze Eisenzeug schmeiße ich alles weg. Wenn ich es brauche. Schwefel, Wasserflasche. Also ich nehme es sowas mal echt nicht mit. Hier komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. So, hier geht's nach oben. Also viel liegt hier tatsächlich nicht, warum habe ich das Gefühl? Wie soll ich denn hier wieder rausfinden? Hier geht es wieder nach unten. Aber die Frage ist, gehe ich in die gleiche Etage nach unten? Was bist du für einer? 150, das lohnt sich ja gar nicht. Aber hier war ich schon. Oh, hier gibt es bestimmt irgendwas richtig Geiles und ich bin zu blöd und finde es einfach nicht. Ne, hier war ich schon. Da muss ich oben weiter gucken. Das Licht ist so grell teilweise. Bin mir nicht sicher, ob ich hier was finden soll. So. Das habe ich noch nicht verstanden. Da kann auf jeden Fall irgendwas rein. Und hier hinten komme ich nicht weiter. Ja, dann gehen wir jetzt mal zurück. Warum geht das jetzt nicht? Klettern jetzt. Ohne Taschenlampe ist es viel zu dunkel und mitblende ich mich selber. Ja, wir gehen mal raus und gucken mal ein bisschen außen rum. Jetzt bin ich wieder draußen. Hier noch irgendwo einen Chip finde oder irgendwas. Aber ganz wichtig ist schon mal das Obsidian. Weil dann kann ich jetzt hier die eine Anlage bauen. Da muss es irgendwie hochgehen. Oder man kommt von oben irgendwie immer noch raus, dann. Angst, dass ich jetzt gleich irgendwo abstürze und. Ich da hoch? Nee. Also irgendwie habe ich heute das Problem, dass ich so ein bisschen durch die Strukturen durchbagge.
Aber naja. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Richtung und dann schauen wir, dass wir wieder zurückkommen. Wenn wir Obsidian finden, nehmen wir es mit. Wir haben halt tatsächlich erst zwei Stück gefunden, aber wahrscheinlich ist es auch ziemlich selten. Hier. Geil. Oh, ein Tra. Nee, doch nicht so selten. Was ist das da unten? Oder leuchtet das bloß so? Auch Obsidian, sehr gut. Nehme ich jetzt mal alles mit. Eine goldene Kiste wäre noch cool. So nebenbei. Guck mal, die ganzen Felsen schauen schon so nach diesem Obsidian aus. Da komme ich bestimmt irgendwie hinten rum zurück, oder? Sonst, ich habe noch genug Sauerstoff dabei. Ich nehme gleich mal einen. Das heißt, Priorität hat jetzt das Obsidian einsammeln, ein paar Kisten. Ich dachte, das ist viel seltener, aber das liegt ja hier rum wie Sand am Meer. Dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich hin muss, wenn ich das brauche. Die Frage ist bloß, komme ich jetzt hier irgendwie wieder zurück? Biodomstufe 2? Das riskiere ich nicht. Tatsächlich. Da komme ich nicht drüber. Wir müssen theoretisch den gleichen Weg wieder zurück, oder? Naja, wir lassen es einfach alle stehen und liegen und gehen zurück. Ja, ich weiß. Vielleicht mal einen Schluck trinken. Aber hier muss ich auf jeden Fall nochmal her, dann irgendwann. Da habe ich schon reingeschaut, oder? Ja. Ah, da, nee, anscheinend nicht. Aber ich trinke jetzt noch einen Schluck. Und eine Kapsel habe ich danach noch. Ja, das sollte reichen. Also eine Sauerstoffkapsel. Oh, hier geht's nach unten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das habe ich gerade getrunken, sonst hätte ich das jetzt genommen. Egal. Geht's noch weiter runter, kann das sein? So, jetzt ist die Frage. Ist das wichtig? Ich glaube schon irgendwann mal, oder? Schmeiße ich das Uran weg, nehme ich die Superlegierung weg mit. Hier unten ist alles voller Lava. Komme ich jetzt hier auch wieder raus? Ja. Ich muss jetzt zurück. Schleunigst, Leute. Ich habe so das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Ich werde gleich elendig sterben, weil ich keine Karte habe. Scheiße, wie bin ich denn jetzt? Wo muss ich denn hin? Oh, Orientierung wie ein Goldfisch. So, das ist das Raumschiff, wo ich gerade war, oder? Und ich bin doch von da gekommen. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich mache das jetzt folgendermaßen. Ja, tatsächlich mache ich das jetzt so. Ich schmeiße das Eisen jetzt mal hier rein. Eins, zwei, drei und das Uran. Dann mache ich mir jetzt nochmal zwei Sauerstoffkapseln. Ich muss doch jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Es kann doch nicht so sein, dass ich so dumm bin.
So. Abfahrt. Da hinten, ich glaube, ich bin von da gekommen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich über die Lava gehe. Also wahrscheinlich bin ich dann tot oder ich will ja sehr schnell leben. Ja, ich bin von da gekommen, weil ich mir dachte, cool, hier ist das Obsidian. Ja, ja. Ja, genau. Dann habe ich hier das Lava gesehen. Die Lava gesehen. Und das da hinten ist dann auch nochmal ein anderes Biom, habe ich so das Gefühl. Ich will aber also keine Experimente machen. Sagte er und läuft schnurstracks geradeaus drauf zu. Aber ich glaube, ich komme dann da hinten raus, hoffe ich zumindest. So, was bist du? Ich glaube, das ist selten. Hatte ich beim Obsidian auch gesagt. Osmium, also, was geht denn jetzt ab? Also das habe ich auch noch nicht gesehen, dass ich das überhaupt brauche. Aber das hab ich schon gesehen, dass ich das brauche. Das Zeolot oder wie das heißt. So eine Scheiße, was schmeißt mir das halt weg? Hier, das da. Und dann saufen wir nochmal was. Nein, es ist ja nicht aus der Welt. Hier liegen auch super Legierungen rum. Sehr gut, sehr gut. Ne, Aluminium brauche ich nicht. So, jetzt erstmal zurück. Nice. Wenn ich noch was finde, nehme ich es mit. Das ist Aluminium. Dann war ich doch tatsächlich schon ziemlich nah dran. Jetzt bin ich in eine Höhle rein. Ich drehe durch. Schwefel. Ich will doch einfach bloß zurück. Man kann sich auch später irgendwann teleportieren. Ah, ich habe aber noch genug Sauerstoff, das sollte schon passen. Ja, mal einen kleinen Ausflug machen. Aber jetzt können wir wieder einiges machen. Ich weiß jetzt zwar nicht, für was ich das Zeolot oder wie das hieß gebraucht habe, aber ich habe es schon mal gesehen, dass ich es brauche irgendwo. Also hier ist auf jeden Fall noch einiges zu holen. Da ist nochmal so eine Schlucht. Oh, ich hätte jetzt so Bock, alles zu erkunden. Meine Taschen sind aber voll. Das ist scheiße. So, hier ist die zweite Base. Oh, eine Karte. Ich muss unbedingt gucken, dass ich eine Karte bekomme. Ich war jetzt gerade eben so lost die ganze Zeit. Aber jetzt sind wir wieder weg. Der Index ist auch ordentlich hochgegangen auf 36. Wir haben Biodom 2 freigeschalten, glaube ich. Wir können den Pflanzenverteiler bauen. Da haben wir ja dieses Obsidian gebraucht. So, eins nach dem anderen. Oh, der See ist ganz schön groß geworden. Brauche ich jetzt halt ein Biodom, also ein zweites Gebäude, oder wird das erste bloß abgegradet? Gut, erstmal irgendwie ein Obsidianschrank wäre nicht schlecht. Moment mal, ich muss das mal kurz sortieren. Dann brauche ich drei Eisenerz, dass ich ein bisschen Platz wieder habe in den Taschen.
Dieses Mal stelle ich den Schrank richtig rum auf, danke. Ja. So, und eins habe ich, glaube ich, gebraucht. Wir brauchen nämlich für den... ein Magnesium noch und da... Nee, Quatsch. Da haben wir ja den Dünger gebraucht. Wo hatte ich denn den Obsidian jetzt gebraucht? Das gibt's doch nicht. Ah. Ich glaube, ich weiß es. Bei der Karte. Kompass. Karte. Zweimal Aluminium. Her mit. Oh, ich habe eine Karte. Auf der Taste M ist es ja unglaublich. Und hier kann ich dann tatsächlich, je nachdem welchen Satelliten ich oben habe, gucken. Es ist eine sehr primitive Karte, aber ja. Es ist eine. So. Innenwand, ja, brauche ich nicht. Bin ich ehrlich. Gut. Biodom 2. Ach du Scheiße. Das habe ich alles noch nicht. Bakterien. Das könnten wir mal versuchen. Ne, der braucht die Kartuschen und das Schwefel. Schwarzpulver kann ich machen. Brauche ich aber nicht, oder? Nein. Dünger. Blumenverteiler. Brauche ich auch Dünger. Also ich habe so das Gefühl, irgendwie habe ich ein Problem mit dem Dünger. Also so wie ich das verstanden habe, brauche ich tatsächlich, wo ist er, den Seewassersammler, richtig? Aber hier steht Algengenerator. Erzeugt Biomasse, aber Algen hat ja nichts mit Dünger zu tun, oder? Gasextraktor, Biodom 2. Algengenerator, Bienenstock. Die Frage ist bloß... Dünger. Aber es gibt ja auch keinen Tooltip oder so. Algen, genau. Dazu brauche ich die Algen. Doch, Dünger ist schon Algen. Habe ich wieder einen Scheiß erzählt. Aber mir kommt das so vor. Also... Oder muss ich das da unten... Ich muss das da unten einsammeln. Oh mein Gott. Hier wuchert alles. Ich dachte, ich muss da hochgehen. Ja, Leute, jetzt geht's los. Das ist... Und ich habe das schon... Es wurde auch gesagt, ich muss das unten einsammeln, aber ich dachte... Also, es stand schon in den Kommentaren, aber ich dachte, ich muss das hier unten drunter irgendwo einsammeln. Dabei ist es ja hier. Das ändert natürlich jetzt einiges. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Das heißt, wir stellen jetzt mal Dünger her. Einen mal kurz. Dünger Stufe 2 oder Stufe 1. Also Stufe 1, oder? Schwefel und Oberschienen. Ich habe jetzt schon sehr... Moment mal, ich brauche hier... Ich baue jetzt mal die Superlegierungen ganz kurz rein. 1, 2, 3. Ich brauche einen Düngerschrank. Kann ich den hier hinsetzen? Ja. Da hau ich das mal ganz kurz rein. Ein paar nehme ich gleich mit. So, Schwefel war's. Da habe ich einen Schwefelstand gebaut, gell? Hier. Und die Oberschienen. Da werden wir noch ein bisschen mehr bauen müssen. Die brauche ich jetzt tatsächlich sehr oft. Algen. Ich glaube, Schienen habe ich dann noch 4. Also ich nehme nochmal 1, 2, 3, 4 mit. So. Also tatsächlich ist der Dreh- und Angelpunkt jetzt die Oberschienen. Algen haben wir jetzt mehr als genug.
Das bedeutet, wir machen jetzt als allererstes mal den Blumenverteiler. Einen Dünger, Magnesium-Superlegierung. Ich kann es mir auch einfach... Ich habe es auch oben drin. Mein Gott. Magnesium habe ich nicht. Wasser. Und Magnesium müsste hier irgendwo drin sein, hoffe ich. Ja. Kann ich da noch einen bauen? Mal vielleicht ein bisschen weiter weg. Sehr gut, was machst du? Pflanzen. Ziemlich viele sogar. Das ist gut. Aber wenn hier steht Wachstum 100%, ich muss das nicht irgendwie einsammeln, oder? Nee. Nee, glaube ich nicht. So, jetzt nochmal, das ist das Biodom 2. Also, da brauchen wir nochmal einen Dünger. Und zweimal, also eine Superlegierung. Und zweimal dieses komische Mutagen oder Bakterienprobe? Bakterienprobe. Also 6 Dünger insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber halt sau viel Wasser. Das habe ich alles Wasser geholt, oder? Da drüben auch? Ja. Aber eins können wir schon mal machen. Jetzt fehlen mir noch 3 Wasserflaschen. Oh Gott, und ich habe kein Trinken mehr. Ich vertuschte gleich. Das war jetzt doof. Tatsächlich. Ich muss mal ganz kurz in meinen Schrank schauen. Ah, gut. Und was fehlt noch? Einmal der ganz normale Dünger. Und da brauche ich auch nochmal 3 Algen und 2 Auberginen. Die sind wahrscheinlich noch nicht fertig, aber ich habe hier auch welche, oder? Nee, habe ich nicht. Ich kann euch mal einsammeln. Fresslager rein. Für was? Irgendwas habe ich das gebraucht. Schauen wir gleich mal. Schon wieder viel zu lange die Folge, egal. Also hier darf ich, also das machen wir heute nicht mehr, aber da darf ich auf jeden Fall nächstes Mal noch anbauen. Wir brauchen mehr Auberginen. Ich glaube, ich weiß, für was wir das gebraucht haben. Nee, oder auch nicht. Für irgendwas hatten wir das gebraucht. Kommunikationsantenne. Weiß ich nicht. Es steht halt nicht dabei, was ich das brauche. Kombination mit dem Übertragungsbildschirm. Nicht so schlimm. Ich muss tatsächlich mal ganz kurz durchgucken, wo wir das gebraucht hatten. Naja, ich weiß es nicht mehr. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Gut, dann. Wie schaut es hier aus? 80%. Wir haben bald die nächste Stufe. Sehr gut. Und wie schaut es jetzt hier aus? Also wir haben auch hier bald die nächste Stufe. Das heißt, C-Wassersammler kommt. Hier dauert es noch ein bisschen. Biodomstufe 2 machen wir beim nächsten Mal fertig. Da brauche ich, muss ich bloß auf die Auberginen warten. Luftdruck, Blumenverteiler, oder ja, Blumenverteiler haben wir. Gasextraktor kommt dann, das dauert aber noch ein bisschen. Und hier, jetzt geht es schon schneller nach oben, 24 Kilo. Ist immer noch sehr langsam, aber
Alten Generator Stufe 2. Bei 25 Kilo und hier bei 80 Tonnen. Kann das sein? Ja. 500 Gramm, das haben wir alles noch gar nicht. Also wir machen aktuell tatsächlich bloß die Reihe und das da oben ist ja die allgemeine Reihe. Ja, 80 Tonnen, schön. Und Tiere, das haben wir alles noch gar nicht. So, ich warte jetzt nochmal, bis wir das hier fertig haben. Algengenerator Stufe 2. Dünger. Erzeugt sehr viel Sauerstoff und sehr viel Pflanzen. Das Problem ist, dann habe ich wieder keinen Dünger. Wir machen es trotzdem jetzt mal noch. Brauchen nur noch eine Superlegierung. Und zwei von diesen komischen Klumpen. Und das war's, oder? Ja. Es kann so einfach sein, dass ich das mit den dummen Algen nicht gecheckt habe. Die sind schon wieder fertig. Das geht echt schnell. Nee, ist noch nicht fertig. Steht auch da, noch nicht fertig. Prozent hast du? Wachstum 100%. Hey, verarsch mich nicht. Naja, nicht so schlimm. Da, die ist fertig. Es geht relativ schnell eigentlich. Okay, gut. Ein Problem haben wir keins mehr. Ja, dann haben wir heute sehr viel geschafft. Fand ich cool. Wir haben neue Sachen gefunden. Also heute haben wir wirklich Fortschritt gemacht. Das ist sehr, sehr gut. Ganz genau. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.